Signore e signori, vi invitiamo a bere in modo responsabile. Chiunque si renda protagonista di comportamenti inappropriati sarà immediatamente allontanato. Es ist, wie es ist, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Diese Begegnung hat zweifellos einen ganz besonderen Stellenwert für die Fußballfans dieses Landes. Die Anhänger fiebern diesem großen Spiel entgegen, auf das wir alle sehnsüchtig gewartet haben. Die perfekte Bühne für den Auftritt der beiden Teams. Die berühmte Curva Sud in Mailand, eine der großen Kultstätten des Fußballs. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Mbappé, den Ball abgeluchst. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Gut gesehen, guter Laufweg. Ah, der kommt nicht durch, aber vielversprechend war es trotzdem. Wenn du so einen Pass spielst, dann brauchst du auch die totale Präzision. Das hier war ja mit Ansage und zum Scheitern verurteilt. Das ist Mbappé. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Die Tür ist... Und der Abschluss! Exzellente Parade. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Pirlo wird den Ball reinbringen. Der Typ da unten, das ist ein echter Eckball-Experte. Das hat er oft genug bewiesen. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Auch bei einer Ecke für dich ist die Gefahr immer da, wenn du es nach hinten nicht absicherst. Und jetzt, das ist ein super Torhüter. Gut hochgegangen. Das ist ein Torwart. Das ist ein Torwart. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Da ist der Pass. Das ist für sie eine gute Kontergelegenheit. Und Tor für den AC Mailand. Der AC Mailand und die Führung. Aus dieser Entfernung vor dem Tor ganz allein, da konnte er nicht mehr vorbeischießen. Also das muss die Mannschaft doch eigentlich wissen, dass man ihn nicht so zum Zug kommen lassen kann. Er hat den Freiraum und er nutzt ihn genauso, wie man es eigentlich von ihm kennen müsste. Es gibt Freistoß für Manchester United. Uiuiui, er verlegt das Foul außerhalb des 16-Meter-Raums. Nochmal alles feinjustiert. Eins muss man ihm ja immer wieder lassen. Messi. Latte. Einfach mal entsorgen. Und schwupps, er packt einen aus. Eine Glanzleistung des Keepers. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Raus aus der Gefahrenzone. Jetzt könnten sie schnell umschalten. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Er versucht... Da wackelt das Netz! Die Fans haben sich ein Tor von ihm gewünscht und er erfüllt diesen Wunsch. Das hat man schon im Ansatz gesehen, dass der reingeht. Da steht er völlig frei und der Pass kommt perfekt. Sie haben es ihnen leicht gemacht und sie... Jetzt der Abschluss! Und er behält wieder die Oberhand. Als Angreifer wirst du da langsam wahnsinnig. Das ist einfach unfassbar, was dieser Bursche im Moment zeigt. Hauptsache weg mit dem Ding.
Das ist Mbappé. Ein schwacher Pass. Toni Kroos. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Vinicius Junior. Der Mann mit den 1000 Händen heute. Absolut überragend. Wenn du diesen Mann in deinen Reihen weißt, dann weißt du auch, du kannst dir mal einen Fehler erlauben. Er repariert's. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. In den freien Raum. Anbrennen lässt der hier nichts. Tolles Gegenpressing. Mahrez. Gefährlich! Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Mbappé hat die Chance. Richtig. Und die Chance! Ah, der sitzt! Donnarumma war blitzschnell zur Stelle, aber beim Nachschuss konnte er nichts machen. Er macht den Fehler, der Gegner schaltet nicht ab und der Ball ist im Tor. Sie sind wieder dran. Na also, sie sind wieder dran, sie sind wieder zurück im Geschäft. Romario steht im Abseits. Donnarumma wischt durch. Einfach mal Langholz. Romario ist das. Bruno Fernandes. Lionel Messi mit der Möglichkeit. Auf Mbappé! Der Ball ist ihm genau vor die Füße gefallen. Um neu aufzubauen, geht's erstmal hinten rum. Neymar, jetzt ist Übersicht gefragt. Dank nur noch das 1 gegen 1. Die Chance zum Abschluss. Die Chance. Sehenswerter Versuch. Das war gut, aber eben nicht gut genug. Das ist mal eine Balleroberung. Gutes Auge, guter Pass. Da hat er sich schön freigelaufen. Ja, ein super Ball. Ci saranno 3 Minuten recupero. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Das ist schon stark, wie er ihn da aufhält. Ja, es ist gut möglich, dass wir hier die letzte Aktion der ersten Hälfte sehen. Kommt eine ordentliche Chance. Er legt ihn zurück. Gut gesehen und sehr gut gelöst. Conte! Was ein Lattentreffer. Und nun ab in die Kabinen. Die Zuschauer haben bezahlt und sie bekommen eine Menge geboten für ihr Geld. Tore, spektakuläre Szenen und vielleicht das Gleiche nochmal in Halbzeit 2. Der AC Mailand geht mit einer knappen Führung in die Kabine. Hier ist noch alles möglich in diesem Spiel. Ja, der Ball, der rollt schon wieder. Könnte gefährlich werden. Nein, zu ungenau. Ganz ordentliche Chance. Nur der Ball hat es nicht zum Kollegen geschafft. Vielleicht ist das die Anweisung des Trainers. Versucht es durch die Mitte. Ich kann mir vorstellen, dass sie bald wieder ein bisschen... Bruno Fernandes! Mahrez. Mbappé. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Großartiges Zuspiel. Mbappé. Da war er voll auf der Höhe. Neymar, jetzt ist was möglich. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Tolles Zuspiel und stark. Das ist... Boah, Freunde, was für ein wunderbares Tor.
Manchester United gleicht diese Partie aus. Kurz, prägnant und mit chirurgischer Präzision. Und das innerhalb weniger Sekunden. Eiskalter Konterfußball. Der Ball sitzt im Netz und der Gegner weiß noch gar nicht, was ihm da gerade widerfahren ist. Balleroberung, Umschaltspiel und dann den Konterfahren. Alles auf allerhöchstem Niveau. Er hält drauf! Bruno Fernandes. Er versucht's. Donnarumma hält den. Also da kommt nicht jeder ran. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Das ist jetzt ihre dritte Ecke. Der AC Mailand zu Mbappé. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Manchester United mit einer guten Kontergelegenheit. Ja, dann geht's plötzlich ganz schnell in die andere Richtung. Bruno Fernandes. Entscheidung steht, Einwurf. Die Kugel kommt ganz gefährlich vors Tor. Der Keeper ist zur Stelle. Das ist Mbappé. Messi. Mahrez. Hat viel Grün vor der Nase und bietet sich gut an. Es gibt Freistoß für Manchester United. Den Fehler haben sie vorher gemacht. Er war auf dem allerbesten Weg zum Tor und sie konnten ihn nur noch so bremsen. Eine hervorragende Möglichkeit. Messi. Da muss er noch ein bisschen an der Technik feilen. Sostituzione per il Milan. Ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Neymar. Numero 20. Numero 10. Pirlo. Numero 18. Figo. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Gutes Passspiel. Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Il numero 21. Il numero 11. Pirlo. Il numero 22. Güllit. Ein guter Ball und sie sind durch. Haaland. Es gibt Freistoß für Milan. Das war die letzte Möglichkeit, ihn zu bremsen. Sie waren offen und anfällig und einer musste sich opfern. Er hat's getan. Pirlo. Legt sich den Ball zurecht. Alarmstufe 1. Immer wieder das Gleiche, wenn er sich den Ball zurechtlegt. Pirlo. Da ist ordentlich Dampf dahinter. Kein Vorwurf an den Schützen, das hat er gut gemacht, aber der Keeper, der ist ja auch ein ganz guter. Messi. Und ab die wilde Fahrt. Hier ist Messi. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Sehr gut abgefangen. Ja, da stand er goldrichtig. Es geht über links. Ein total missratener Pass. Figo. Pirlo. Er bringt das Ding. Wie er sich hochschraubt. Gutes Timing, gute Position, schlechte Umsetzung. Da sollten Sie schnell mal in sich gehen. Solche Flanken ab jetzt bitte unterbinden. Ein schwacher Pass. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Der Torhüter haut ihn weit raus. Er geht dazwischen und erobert den Ball.
Gut gelesen, die Aktion. Ja, er hat antizipiert und so richtig überraschend kam er ja nicht, dieser Pass. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Moukoko. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Den hat er kommen sehen. Absolut. Richtig gutes Stellungsspiel. Und jetzt ist natürlich die große Frage, will einer von den beiden noch mal unbedingt den Sieg oder sind sie irgendwann mit dem zufrieden, was sie haben? Mbappé hat die Chance. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Ci saranno 3 minuti di recupero. Und wieder zurück. Die große Chance. Ein unfassbarer Treffer. Und damit dürften sie durch sein. Da haben sie nach Ballgewinn ansatzlos umgeschaltet und den Konter ganz sauber zu Ende gebracht. Ein Paradebeispiel für einen schnellen Gegenangriff. Goal per il Manchester United. Ha segnato al 90esimo minuto. Numero 10. Mann, oh Mann, das ist nichts für schwache Nerven, aber es macht ungemein Spaß. Chance für Vinicius Junior. Das ist eine gute Idee, aber der Pass kommt nicht an. Krillit. Und das war's. Aus und vorbei. Was für eine bittere Niederlage. Jeder dachte, das Spiel sei bereits gewonnen. Aber so kann man sich täuschen.